Herzlich willkommen bei European Circle. Umweltministerin Barbara Hendricks sieht bei der Energieeffizienz einen Vorsprung der deutschen Wirtschaft und will diesen weiter ausbauen. Es kommt selten vor, dass sich Umwelt- und Wirtschaftsministerium so einig sind. Sowohl Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel als auch Umweltministerin Barbara Hendricks beschwören neuerdings neben Solar- und Windstrom die Energieeffizienz als wichtigste Säule für Klimaschutz und die Energiewende. Sie betonen die Vorteile des Energiesparens. So könnten zum Beispiel günstig die CO2-Emissionen gesenkt werden, Europa würde unabhängiger von Putins Gas werden und die Verbraucher bei den Energiekosten entlastet. Und es sei ein echtes Konjunkturprogramm für deutsche Unternehmen. Und der Mann, der das angestoßen hat, ist Carsten Müller. Und heute zu Gast bei uns. Denn Sie, Herr Carsten Müller, haben dieses Thema ins Rollen gebracht. Erstmal schön, dass Sie Zeit haben, hier heute bei uns vorbeizuschauen. Sie sind ehrenamtlicher Vorsitzender der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz und Vorsitzender des Parlamentskreises Energieeffizienz. Also ein Thema, das Ihnen augenscheinlich am Herzen liegt. Woher kommt das? Das interessiert mich schon seit vielen Jahren. Dieses Thema Energieeffizienz ist eigentlich ja der erste Schritt, den man macht, wenn man über Energiepolitik sich Gedanken macht. Nämlich, wie kriegt man aus dem, was man produziert, also aus der Menge Strom, möglichst viel raus? Und deswegen ist es ein zentrales Thema. Eigentlich noch zentraler als die Frage, wie man Energie produziert. Und da liegen enorme Chancen und die deutsche Industrie hat ziemlich die Nase vorn. Was genau macht denn dieser Parlamentskreis Energieeffizienz? So ein Parlamentskreis, es gibt davon mehrere zu verschiedenen Themen, ist ein eher informelles Gremium. Er ist fraktionsübergreifend und bindet Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag ein, die sich für das Thema interessieren, gleich ob sie in den entsprechenden Fachausschüssen tätig sind oder nicht. Also wir wollen eine breite Information über alle Fraktionsgrenzen hinweg sicherstellen. Wenn ich jetzt das Thema Energiesparen höre, dann bin ich als Verbraucher schon so ein bisschen entnervt, weil damit wird man ja überall berieselt sozusagen. Das klingt auf den ersten, aus erster Hinhören erstmal so ein bisschen langweilig und es ist doch für Politiker eigentlich viel schöner, sich vor so einem netten Windrad oder so eine Solaranlage fotografieren zu lassen. Warum setzen Sie sich jetzt ausgerechnet für dieses Thema ein? Sie haben recht, es ist ein etwas virtuelles Thema zunächst, aber man kann es sehr schön stofflich untermauern. Nach meinem Dafürhalten, nach unserem Dafürhalten, ist die Energieeffizienz der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende, weil die Kilowattstunde Strom und vor allen Dingen auch die Kilowattstunde Wärme, die gar nicht erst verbraucht wird, sie muss nicht produziert werden, ist damit per se die umweltfreundlichste und sie muss auch nicht transportiert werden, also entlastet die Netze. Und deswegen ist es an sich ein sexy Thema. Okay. Ist das für Sie als Politiker besonders schwierig, jetzt so etwas Unsichtbares, nicht Greifbares vertreten zu können? Also so eine Windradanlage, die ist ja doch beeindruckend, die sieht man, die kann man greifen. Beim Thema Energieeffizienz ist das ja nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so einfach, vollkommen richtig, aber Sie haben das richtige Stichwort genannt, nämlich sichtbar machen. Und zum Thema Energieeffizienz gehört zum Beispiel auch die Frage des Lichts. Und wenig Dinge sind besser sichtbar als Licht. Wenn wir uns überlegen, dass wir beim Thema Energieeffizienz uns auch über effiziente Beleuchtungssysteme Gedanken machen, dann kommen wir heute sehr schnell und im nächsten Jahr noch viel besser, weil das das Jahr des Lichts ist, beispielsweise zur LED-Technik. Da muss man sagen, erzielen wir hohe Wirkungsgrade im Vergleich beispielsweise zu Gaslaternen. Da kriegen wir es nur hin, dass wir mit 1% der eingesetzten Energie überhaupt nur Licht, nämlich das, worauf es ankommt, produzieren. Und selbst bei einer normalen Glühlampe haben wir nur eine Lichteffizienz sozusagen von unter 10%, die liegt zum Teil nur bei 5%. Und der Rest geht eben in Wärme auf. Und deswegen ist so eine LED ein spannendes Thema. Und ich finde es besonders klasse, dass die Erfinder der blauen LED in diesem Jahr auch mit dem Nobelpreis geehrt worden ist. Jetzt haben Sie noch ein zweites Thema angesprochen, neben dem Licht, nämlich das Thema Wärme. Und da gibt es ja viele böse Zungen, die behaupten, bringt das dann überhaupt was? Da kommt auch nichts bei raus, wenn man da spart. Ist das tatsächlich an dem? Also es gibt sozusagen nicht den Masteransatz, der besonders klug und wirtschaftlich ist und den man nicht anpassen muss. Es sind immer Einzelmaßnahmen, die durchgeführt werden. Und es kommt auf die Zusammenstellung, auf das Zusammenspiel der verschiedenen Maßnahmen an. Also nur Dämmung hilft nicht, aber vollkommene Vernachlässigung von Dämmung ist auch grundverkehrt. Deswegen muss man sich die einzelnen Objekte anschauen. Und am Ende des Tages ist der Wärmemarkt ein sehr bedeutender.
den wir auch viel stärker in den Blick nehmen wollen. Nach meinem persönlichen Dafürhalten ist in den letzten Monaten viel zu viel über Strom gesprochen worden. Und wir haben eigentlich den viel größeren Berg an Problemen beim Werbemarkt. Und der muss jetzt angegriffen werden. Nun gibt es viele Leute, die sagen, viel Dämmung bedeutet auch viel Schimmelbildung. Ist ehrlich gesagt, sehen Sie es mir nach, dass ich da ganz offen bin, totaler Quatsch. Mhm. Das ist ein weit verbreitetes Meer. Und Schimmel entsteht nicht wegen Dämmung, sondern Schimmel entsteht beispielsweise wegen falscher Lüftung oder falscher Raumfeuchte. Und deswegen ist Dämmung per se erstmal immer richtig. Man kann das ja auf andere Dinge übertragen. Es käme ja niemand auf die Idee, einen Kühlschrank so auszuführen, dass er nur eine dünne Blechschicht hat, sondern damit er möglichst sparsam ist, wird er eben auch vernünftig eingepackt. Vernünftig eingepackt. Darf auch nicht im Übermaß sein, aber Dämmung lohnt sich per se zunächst immer, wenn man es richtig macht. Und das heißt zum Beispiel in jedem Fall erstmal die Geschossoberdecke dämmen, das Dach dämmen. Darüber geht am meisten Wärme weg und dann kann man schon viel in den Griff bekommen. Und dann kann man sich überlegen, ob man beispielsweise an der Fassade, wenn wir beim Dämmthema bleiben, noch etwas machen muss und möchte und kann. Und sehr häufig lautet dann die Antwort auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ja. Wenn man jetzt aber keinen Hausneubau plant oder eine Grundsanierung, was kann man als Verbraucher davon haben, was kann man tun, wenn man beispielsweise zur Miete wohnt? Wenn man zur Miete wohnt, kann man als allererstes in seinem eigenen Verhalten anfangen. Dafür gibt es auch sehr niedrigschwellige Angebote, Beratungen in Anspruch nehmen. Wie lüfte ich richtig, also Stoßlüftung? Ich gucke mal nach, ob meine Fenster noch halbwegs dicht sind. Das wird nicht zu einem Fensterersatz führen, aber beispielsweise zu einer sehr kostengünstigen Nachdichtung mit eigenen Mitteln. Ich gucke mir auch an, wie verhalte ich mich im Grundsatz? Welche Räume beheize ich wann? Heize ich, wenn ich gar nicht zu Hause bin? Das ist eigentlich weggeschmissenes Geld. Wie kann ich das einregulieren? Wie sind meine Thermostate? Und man kann natürlich auch eins machen, man kann natürlich auch auf den Vermieter zugehen und sich mit dem beispielsweise ins Benehmen setzen und sagen, pass mal auf, lieber Vermieter. Ich stelle fest, ich habe relativ hohe Nebenkosten. Die sind in den letzten Jahren auch viel stärker gestiegen als die Miete an sich. Und da wollen wir gemeinsam was machen. Das ist zum Beispiel ein Modus, wie man so ein Problem in den Griff kriegen kann. Sie kämpfen ja regelrecht dafür, dass das Thema Energieeffizienz auch Gehör bei den Politikern bekommt. Was raten Sie denn Ihren Kollegen und beispielsweise den verschiedenen Ministerien? Also ich rate, dass man sich dem Thema erstmal öffnet, dass man selber ein paar Anstrengungen unternimmt, dieses, wie wir auch zunächst gesagt haben, etwas virtuelle Thema mit einem Henkel, mit einem Griff zu versehen, um es auch umzusetzen. Und ich rate meinen Kolleginnen und Kollegen, sich auch mit der wirtschaftlichen Dimension auseinanderzusetzen. Also beispielsweise zu erkennen, dass die deutsche Energieeffizienzindustrie weltweit führend ist. Und wenn man das erkannt hat, dann bietet es sich immer an, wenn man im eigenen Wirkungskreis tätig wird und wir uns zum Beispiel Energieeffizienzprojekte im öffentlichen Raum, in öffentlichen Gebäuden anschauen. Mein Petitum ist durchaus, dass die öffentliche Hand dort Vorreiter sein muss, mit gutem Beispiel vorangehen muss, weil das eine Breitenwirkung entfacht und weil es natürlich dann am Ende des Tages auch wirtschaftlich ist. Was genau gehört dazu, dieser Industrie alles dazu? Also wir haben eben über das Thema Dämmen gesprochen. Wir denken beispielsweise an Heizungsanlagen. Wir denken aber zum Beispiel auch an Ingenieurbüros, die energieeffiziente Projekte betreuen, einführen, implementieren. Ich denke beispielsweise an Beratungsunternehmen, die Produktionsabläufe und die auch die Produktion von Produkten auf Energieeffizienz untersuchen und beraten. Es gehört die glaserzeugende Industrie dazu, also alles rund um das Gebäude. Es gehören aber auch Sektoren dazu, wie beispielsweise der Mobilitätssektor. Auch dort spielt Energieeffizienz eine immer stärkere Rolle, weil Sie und ich, wir alle beispielsweise bei der Anschaffung eines PKWs auch darauf achten, dass der möglichst wenig verbraucht und damit möglichst wenig Emissionen verursacht. Und das in einem besonderen Maße trifft nochmal zu, beispielsweise für die Fälle, in denen ein Fahrzeug kommerziell genutzt wird. Also der gesamte Logistikbereich ist ein Bereich, in dem wir Energieeffizienz tatsächlich gut umsetzen können. Nun gibt es ja selbst unter den Europapolitikern einige Skeptiker, unter anderem ein Parteikollege von Ihnen, der Herr Reul, der ja sagt, das sei eine Bevormundung des Verbrauchers, eine Regelung für beispielsweise den Energieverbrauch von Staubsaugern anzuregen. Hat er damit recht? Er hat nicht vollkommen Unrecht. Energieeffizienz in der Breite gelingt, glaube ich, nur dann, wenn man die Menschen aus eigener Überzeugung mitnimmt und nicht mit zu vielen Regularien überfordert und diese denen überstülpt. Aber ich nehme mal dieses Staubsauger-Thema, das natürlich auch hoch und runter diskutiert worden ist. In Wahrheit,
wünschen Sie sich, wünsche ich mir nicht einen Staubsauger, der 2500 Watt in den Motor reinsetzt und die verbrennt. Insbesondere wünschen wir uns das nicht, wenn dann nur so ein leichtes Sauggefühl, also ein laues Lüftchen da rauskommt. Sondern uns kommt es ja nicht auf die Motorleistung an, sondern auf die Saugkraft. Und das Thema Staubsaugermotoren ist ein ganz gutes, weil auch da die deutsche Industrie führend ist und es ist ihr gelungen, sehr energieeffiziente, aber hochwirksame Hausgeräte, Staubsauger zu entwickeln, mit denen wir dann die neuen Anforderungen treffen können und sie schneller und besser treffen als alle anderen Wettbewerber. Und auch darin sieht man, dass das Thema Energieeffizienz echte Chancen bietet. Vielen lieben Dank, Carsten Müller, für das Gespräch. Ich möchte Sie jetzt mal Vorreiter in Sachen Energieeffizienz bei der Einführung in der Politik nennen. Vielen lieben Dank, angenehmen Tag noch für Sie. Und wenn Sie das Thema noch weiterführend interessiert, dann schauen Sie doch vorbei www.european-circle.tv online oder schauen Sie einfach das nächste Mal nächste Woche wieder rein hier beim European Circle.